Die folgende Sequenz ist ein Auszug aus dem Online-Training Next Level Project Skills. Um den kompletten Kurs zu kaufen, gehst du einfach auf www.pm-botschaft.com. Vielen Dank. So, ich möchte ja, dass du deine Wirkkraft und deine Sichtbarkeit im Projekt, im Unternehmen gegenüber deinen Kunden und Kundinnen erhöhst. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern signifikant. Und deswegen müssen wir uns über eine Sache unterhalten, die häufig hinten runterfällt, um die sich niemand kümmert, weil wir alle komplett damit beschäftigt sind, die Ergebnisse unter Zeitdruck abzuliefern und einfach einen guten Job zu machen. Doch der gute Job alleine reicht manchmal nicht, damit du auch wirklich persönlich davon profitierst, Lorbeeren erntest und mehr als nur einen grünen Haken auf irgendeinem Sheet für ein erfolgreich abgeschlossenes Projekt. Das Thema Projektmarketing wird meist gänzlich links liegen gelassen, nicht behandelt und auch in den gängigen Standards findet es kaum bis gar keine Berücksichtigung. Und deswegen gucken wir da beide mal rein, was Projektmarketing bedeutet und wie du und dein Projekt, aber vor allen Dingen du und dein Wirken und deine Sichtbarkeit davon profitieren können. Ich möchte, dass du dein Projekt ins richtige Licht rücken kannst, weißt, wie du es ins richtige Licht rücken wirst. Und dafür habe ich dir mal die 4 Ps aus dem Marketing mitgebracht, die du wahrscheinlich kennst: Placement, Promotion, Product und Price. Und was das genau bedeutet und wie du das auf die Projektumgebung, konkret auf dein Projekt anwenden kannst, das gucken wir uns jetzt Stück für Stück an und wir starten mit Placement, also der Positionierung deines Projektes. Und hier geht es darum, das Projekt richtiggehend zu servieren, wie du es servierst in so einer Präsentation vom Lenkungskreis oder in einem Review mit dem Kunden. Wie rückst du das Projekt ins rechte Licht? Denn das ist direkt Sichtbarkeit. Und wenn das der einzige Touchpoint, die einzige Begegnung mancher Stakeholder, in einem Lenkungskreis ist das nicht selten, da sitzen dann hochrangige ManagerInnen, die das Portfolio überblicken, die siehst du sonst nicht groß im Projekt. Wahrscheinlich gar nicht. Und das ist deren, mach dir das mal bewusst, einziger Touchpoint, einziger Berührungspunkt mit deinem Projekt, drum Placement. Hier bekommen Sie eine Idee, wie du das Projekt managst, wie ihr vorankommt, welche Qualität ihr liefert und den Eindruck, den du dort hinterlässt, der bewusst oder unbewusst, spiegelt auch deren Wahrnehmung darüber, wie ihr im Projekt arbeitet. Beispiel: Auf Seite 1 deiner Präsentation, Status Review Präsentation, ist ein Rechtschreibfehler. Und auf Seite 2 gucken deswegen alle ganz genau hin, ob die Kalkulation, nee, Mist, die passt auch nicht. Das wären keine 100%, wenn ich das zusammenrechne. Was glaubst du, macht das mit den Leuten und mit dem Level von Vertrauen, was sie in dich haben, der jetzt das Projekt repräsentiert, die jetzt das Projekt repräsentiert? Wie gut glauben sie, glaubst du, schätzen sie deine Leistung ein? Wie sehr vertrauen Sie, dass du das Projekt im Griff hast? Wie sehr glauben Sie daran, dass die Ergebnisse auch den Wert bringen werden, den Sie sich von der Initialisierung des Projektes erhofft und versprochen haben? Und jetzt könntest du natürlich sagen, hey, war nicht viel Zeit für diese Präsentation, da schleicht sich halt mal was ein. Und ja, mit der Kalkulation, das hat vorher noch gestimmt, da hat noch einer in der letzten Sekunde eine Änderung gemacht und du erinnerst dich 2 Module zurück. Auf einmal hatte ich da auch die Division durch 0 Fehlermeldung im Excel-Sheet, was ich mit dir geteilt habe. Sowas passiert. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel von vielen Möglichkeiten, was passieren kann. Doch welchen Eindruck hinterlässt es? Und in welche Situation bringt es dich? Erstmal musst du dich rechtfertigen. Du musst irgendwie einen schnellen Ausweg
anbieten können, der auch nach Vertrauen schürt. Besser doch, vorher den Blick so bewusst drauf zu lenken, dass das gar nicht erst passiert. Jetzt rede ich nicht über Rechtschreibfehler und Kalkulationsfehler, sondern das Projekt so zu präsentieren, dass es im richtigen Licht steht und vielleicht der Kalkulationsfehler gar nicht so sehr auffällt, der Rechtschreibfehler völlig egal ist, weil ja, ich habe verstanden, worum es hingeht, ja, ich weiß, wo wir stehen, ja, ich bin bei dir, finde das super, wie ihr es macht, was ihr es macht, weil du es gut präsentiert hast. So viel zum Thema Placement. Ich werde leicht emotional. Gehen wir zum Thema Promotion. Und das ist wahrscheinlich der größte No-Brainer für dich. Promotion bedeutet, wie du das Projekt bewirbst. Und da ist es einfach nur entscheidend, Zielgruppen adäquat zu kommunizieren. Also sich dir bewusst zu machen, wer sitzt denn da? Wie schauen die auf dein Projekt? Was wollen die üblicherweise wissen? Was brauchen die für ihre Arbeit, um beurteilen zu können, ob ihnen das was bringt oder nicht, wo das Projekt steht, wo es stehen wird, wo es mal stand? Da können unterschiedliche Stakeholder, Nutzergruppen, Beteiligte im Projekt einen ganz anderen Informationsbedarf haben. Und um Wirksamkeit bei diesen Gegenübern zu erzielen, geht es darum, dass du dir vorher bewusst machst, wen sprichst du denn mit deiner Projektwerbung an? Im Prinzip, im übertragenen Sinne, wirbst du ja für dein Projekt. Du willst, dass es im rechten Licht dasteht. Du willst gut ausschauen. Du willst, dass es eine ordentliche Präsentation ist. Du willst, dass ein Eindruck entsteht, dass du die Dinge im Griff hast. Und im Griff hast du die für diese Personen. Person Nummer 1, wenn du einen Zeitplan, einen Meilensteinplan dabei hast. Person Nummer 2, wenn klar ist, wie ihr folgenden Meilenstein realisiert. Der nächste würde sagen, wenn mir klar ist, wie der Kunde bei der ganzen Geschichte eingebunden ist. Und die nächste Person würde sagen, wenn sie Transparenz darüber hat, wie viel Geld ihr eigentlich ausgibt, welche Ressourcen da gebunden sind und wann die wieder frei sind für andere Projekte. Versetz dich also in deine Zielgruppe, dann sollte es mit der Wirksamkeit auch gar kein großes Thema sein, dass deine Kernbotschaften ankommen und verstanden werden. Und damit sind wir beim Thema Product. Das ist wahrscheinlich das Schönste, weil Greifbarste. Du möchtest das Projekt greifbar machen. Und das geht immer gut, wenn du nicht gerade sowas wie ein DSGVO, also Datenschutzrichtlinie, Umsetzungsprojekt im Unternehmen hast, sondern wenn du eine Software hast, wo man einfach auch mal durchklicken kann, eine Demo präsentieren kann. Wenn du ein Produkt hast, wo mal ein Muster oder ein Mockup auf den Tisch gestellt werden kann oder theoretisch virtuelle Mockups, wo du dich durch einen Zug oder durch ein Flugzeug virtuell durchnavigierst, da durchlaufen, wo du etwas erlebst, was mit dem Produkt was zu tun hat, wo Bilder entstehen. Also Bilder mitbringen ist wahrscheinlich das Allereinfachste und Schnellgemachteste für so eine Präsentation. All das erzeugt unglaubliche Wirkkraft und natürlich im buchstäblichen Sinne Sichtbarkeit, weil es für die Teilnehmenden im Lenkungsausschuss bleiben wir in diesem Beispiel greifbar wird, womit ihr euch beschäftigt, wo ihr steht. Und da erinnere ich mich zum Beispiel an meine Zeit bei Danone zurück. Wenn wir ein neues Produkt in den Markt gebracht haben, mussten wir natürlich dort im Lenkungskreis um ein Go Launch bitten. Die Entscheidung lag immer beim Lenkungskreis, ob wir das Produkt launchen oder nicht. Und ein Go Launch hat man nie bekommen, ohne dass man das Produkt mitgebracht hat. Und zwar genauso, wie es der Konsument im Laden kaufen würde. Was hatte ich also dabei? Ich hatte das Produkt in der Originalverpackung mit, genauso gekühlt, als würde es aus diesem Kühlschrank, bei einem Joghurtdrink, der kommt aus dem Kühlschrank, also genau bei 8 Grad Celsius, serviert, mitgebracht, verkosten, in der Originalpackung, fasst das an.
Wenn das in einem Umkarton im Regal steht, war der Umkarton auch dabei und es waren Bilder dabei in der Präsentation, wie das Produkt im Regal aussieht, neben den eigenen Produkten und neben dem des Wettbewerbs. Und dann hat man bei Danone ein Goulange bekommen. Also dort war es unerlässlich, dass das Ganze greifbar wurde für die Personen, deren einziger Anknüpfungspunkt, Berührungspunkt mit deinem Projekt genau dieses Meeting war. Für die hat es eine enorme Bedeutung. Und deswegen sollte es auch eine enorme Bedeutung für dich haben, um das Projekt ins richtige Licht zu rücken. Und da kommen wir noch zum Thema Price. Jetzt würdest du sagen, Price verstehe ich, Budget meines Projektes, Haken dran. Nein, das meine ich nicht mit Preis. Der Preis ist das, der Wert, der Mehrwert, der Nutzen, den das Projekt, was du managst, stiftet. Und das ist deswegen der Preis, weil dieser Mehrwert bestimmt die Priorität in einem Portfolio. Ist das ein Prio 1 oder Top 10 Leuchtturmprojekt? Oder ist das Prio 17, na, da werden schon gar keine Prioritäten mehr vergeben, Projekt. Denn die Ressourcen, sorry, die Projekte mit den hohen Prioritäten bekommen auch die richtigen, ausreichenden Ressourcen zugeschanzt, zugeordnet, allokiert, denn der Mehrwert soll ja erzeugt werden und das ist ein Top-Projekt. Wenn wir da nicht unsere Ressourcen reinstecken, wo dann? Kann dazu führen, dass du auch die allerbesten Leute in dein Projektteam reinbekommst. Und wem macht das nicht Spaß? Und mit den Ressourcen bekommst du natürlich dann auch die Aufmerksamkeit, weil dann natürlich auch alle, ey, wenn du schon die besten Leute bekommst, kommt ihr auch so vorwärts wie geplant, wird der Wert auch realisiert, den wir uns vom Projekt und dem Projektauftrag versprechen. Und damit erzeugst du natürlich eine enorme Sichtbarkeit. Und um diese Prioritäten zu kämpfen, dich dafür einzusetzen, dass dem Steuerungskreis, dem Lenkungskreis klar wird, welcher Wert in deinem Projekt steckt, führt 1:1 zur Sichtbarkeit und Relevanz deines Schaffens. Und dann natürlich, ja, zur Aufmerksamkeit, die auch unangenehm werden kann, dann, wenn es Zeitdruck gibt, wenn alle draufschauen und ihr aber in einer richtigen, risikoreichen Situation seid, wo ihr jetzt echt irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen müsst, um den Wert noch zu realisieren. Das kann unangenehm sein, doch du setzt dich ja, davon gehe ich aus, in jedem Fall in deinem Projekt ein dafür, dass die Ergebnisse rauskommen, die rauskommen sollen. Du setzt dich dafür ein, dass Risiken aus dem Weg geschafft werden, gelöst werden, dass ihr Probleme in Lösung und Mehrwert ummünzt, dass ihr Chancen entlang des Weges nutzt, um den Wert vielleicht auch noch zu erhöhen und dass ihr auch das Projekt ins Ziel lenkt, so wie es ursprünglich geplant war. Und das soll ja dann auch dir zum Vorteil gereichen und auch bei dir Nutzen stiften. Mindestens solltest du die Anerkennung für deinen Einsatz im Projekt bekommen. Das würde ich mir wünschen. Und dafür ist das Modell sehr, sehr wertvoll. Das gebe ich dir hiermit an die Hand. Probier gerne aus, wie das auf dein Projekt angewandt den einen oder anderen Aha-Effekt, positiven Überraschungseffekt erzeugen kann, wie du dich absetzt von dem, sage ich mal, stinknormal, was normalerweise in so Präsentationen abgeliefert wird. Vielleicht kannst du da mit nur ein wenig anders oder mehr einen extremen Unterschied machen, der direkt auf deine Reputation einzahlt. So, und damit kündige ich nur noch kurz das nächste Video an. Wir haben schon kurz drüber gesprochen. Wir bleiben in der Situation Präsentation vor einem Lenkungskreis, Status Review Meeting. Und jetzt gucken wir mal gemeinsam, wie es dir gelingt, wirklich alle in der Runde, auch wenn du sie nicht kennst, anzusprechen und dort abzuholen, wo sie stehen, damit die Präsentation auch so läuft, wie du dir das vorstellst. Also, bis gleich im nächsten Video.